Genau, Kevin war dann mit dabei, allerdings bei Ollis ersten Podcast war er nicht mehr mit dabei. Ollis Podcast war ja zwei Podcasts später, zwei Wochen Moment später. Mal. Ich war ja auch nur ein Gast. Ja, Stargast warst du ja. War ich da schon Stargast? Weiß ich nicht. Ich glaube, du bist später dann irgendwie zum Stargast mutiert. Mutiert? Ich glaube eher mutiert. Also er hat mir eine Apoplexie eingeflößt oder was? Ja. Genau. Ja, du hast dich wie eine Zecke festgesetzt. Das klingt gemein. Ja, jedenfalls war dann zwei Podcasts später, zwei Wochen später, ging es um die Openings und Endings. Genau, keine Zecke. Ja, zwei Wochen später ging es dann um die Openings und Endings im Connectcast 41, auch Ende 2011. Da war dann Olli das erste Mal mit dabei. Und ja, wie war dein Gefühl beim ersten Connectcast überhaupt, Olli? Wie hast du dich gefühlt? Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich war bestimmt auch nervös und dachte so, oh, hoffentlich sage ich nichts Falsches und dies und das. Und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, eigentlich war auch geplant, dass mein erster Conancast mit Kevin zusammen war, der zum Sonderband im Kaito Kid damals. Aber ich glaube, ich konnte damals nicht. Und deswegen hat sich das nach hinten verschoben. Ah, okay, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber es kann gut sein. Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ja, jedenfalls, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich auch recht simpel. Ich bin halt irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, halt auf die Seite detektivconan-news.com gestoßen. Und als Conan-Fan habe ich dann natürlich gesagt, boah, ja, sehr gut, super, dass es so eine Seite hier gibt. Mit, da ist ja, ja danke, steht danke. Da alles steht da ja. Das ist ja super. Und dann habe ich halt, ja, so verrückt war ich damals, habe ich gesagt, okay, wenn ja, was hier alles so zu Conan steht, das musst du einfach mal von Anfang bis Ende lesen und habe dann wirklich am Anfang mit der ersten Meldung angefangen. Was? Oh, habe mich dann Stunden, Tage lang durch diese Seiten und Meldungen gelesen. Ja. Also ich möchte alle davor warnen, Olli, dass, wenn er sowas macht, das ist in Ordnung, ja? Aber wenn ihr heute damit anfangt, ja, kommt zu keinem Ende mehr. Ich glaube, über 3000 ja. Meldungen? Nee, über 3000, ja. Echt? Krasser ja. Shit.